Schönen guten Abend alle miteinander. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich bin ein bisschen inspiriert von dem letzten Post, den ich da gemacht habe. Da ging es ja so nach dem Motto drum. Ich höre es ja immer wieder, dass Leute zu mir sagen, so wie du lebst, ist ja fantastisch. Aber wenn man Kinder hat. So, und da habe ich halt einfach die Frage in den Raum gestellt, glaubt ihr denn wirklich, dass ihr euren Kindern was Gutes tut, wenn ihr ihnen vorlebt, wie man im Hamsterrad überlebt und dabei Step by Step den Planeten zerstört oder unbewohnbar macht. Und ich sage einfach mal danke, ich fand das sehr interessant, was da so alles drunter gepostet wurde an den Kommentaren. Und da ging es ja dann drum, so das Thema Aussteigen. Und so ist ja auch der Titel des Videos. Was bedeutet heutzutage eigentlich Aussteigen? Weil viele bezeichnen mich als Aussteiger. Und ich möchte in dem Video hier einfach mal vielleicht meine Beweggründe sagen und erzählen, was ich unter Aussteigen heutzutage verstehe. Also viele haben ja anscheinend irgendwie im Kopf, wenn man sagt, das ist ein Aussteiger, der hüpft dann tagtäglich nackig durch die Wiese mit einem Joint in der Hand und hat sich morgens LSD im Kaffee mit reingepfiffen. Und steht dann barfuß im Feld und erntet die Kartoffeln. So. Aber so kommt es einfach bei mir rüber, dass viele so dieses Bild irgendwie im Kopf haben und macht sich über gar nichts mehr Gedanken. Und lebt von Luft und Liebe. Das ist gar nicht das, was ich meine, wenn ich irgendwie die Leute ermutigen will, wenn ich sage, wir müssen anders oder lebt doch anders. Und ich versuche einfach, das jetzt mal in Worte zu fassen, was ich da mir eigentlich so zurechtlebe. Gut, ich lebe jetzt wirklich im Bus, ne? Aber darum geht es doch gar nicht, ob jetzt jemand im Bus oder im Bauwagen lebt. Aussteigen ist für mich jetzt nicht, ich empfinde mich gar nicht so sehr als Aussteiger. Gar nicht. Ich habe immer noch ein Perso. Also so von wegen von der Thematik gibt ja auch Menschen, die dann, viele Leute, die dann meinen, ja, aussteigen. Da kommt diese Thematik BRD, BRD GmbH. Nehme ich mir jetzt einen Pass vom Deutschen Reich oder gehe ich zu Königreich Neudeutschland? Oder tue ich jetzt, wie heißt das nochmal da, dass man irgendwie den eigenen Staat anmeldet? Oder deklariere ich mich jetzt als Freeman und lege meinen Pass ab, zerreiß meinen Perso? Ich habe immer noch meinen Perso. Also ich finde diese Thematik einfach vielleicht als Hintergrund, warum ich so lebe, wie ich lebe, hat zwei Gründe. Erstens, dass ich ganz eigennützig gedacht glücklich sein will in meinem Leben. So glücklich klingt so, ist so oberflächlich, freudvoll. Ich will in der Lage sein, beständig immer wieder Freude zu empfinden und auch ein Frieden, eine Zufriedenheit zu haben. Und das hängt bei mir damit zusammen, dass ich das Gefühl habe oder haben möchte, ein reines Gewissen zu haben. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. In meinen Handlungen, was ich tue und warum ich so lebe, wie ich lebe, kommt immer der Gedanke mit im Kopf, dass es eben nicht nur um mich geht, sondern um den Planeten. Um dass wir als Menschheit, wenn wir als Menschheit überleben wollen, können wir nicht so weitermachen und diesen Standard leben, der in den westlichen Nationen als normal gilt. Wir leben, als hätten wir drei, vier Planeten. Das kann ich reinen Gewissens nicht mitmachen. Ich finde das kacke. Ich finde es auch unvernünftig. Wenn wir so weitermachen, haben wir den Planeten die Ressourcen ausgebeutet und der Planet wird einfach Stück für Stück unbewohnbar für uns Menschen.
Und das will ich mit meinem Gewissen, in meinem Gewissen irgendwie nicht drin haben. Deswegen ist der zweite Punkt, warum ich anders lebe. Und dieses anders Leben heißt dann halt zum einen, dass ich, bin ich so, wie habe ich das gemacht? Ich habe mein Leben erstmal leer gemacht. Der erste große Punkt, wenn man anders leben will, schaltet den Fernsehen aus, schafft ihn aus der Wohnung, schmeißt ihn aus dem Fenster, ist Radio genauso. Dann wird sich werden sich andere Blickwinkel, andere Sachen ergeben. Genauso mit dem Handy, mit dem Internet, mit dem Smartphone. Hört auf, ständig auf dieses Ding zu gucken. Also, ich will ja keinen überzeugen, ich will keinen hier jetzt, du musst, macht, ihr müsst, hört auf. Nee, ich rede jetzt von mir. Ich habe damit aufgehört. Hab gar nicht erst angefangen mit dieser Smartphone-Kacke. Ich habe einen Laptop, wenn ich online sein will, bin ich online. Ich nutz das aber hauptsächlich zum Austausch, ich poste mal meine Gedanken raus, aber ich tue da jetzt nicht, ja, diesen Konsum-Scheißtrick halt durchziehen, wie man im Radio oder im Fernsehen auch mitkriegt. Diese Sachen ausblenden, raus aus meinem Leben, denn das kostet mich Energie und bringt mir Energien, die mit meinem Leben, mit meinem Hier und Jetzt nichts zu tun haben. Absolut nichts. Die lenken mich nur ab und meistens bringen sie einen runter und rauben einem Energie, anstatt irgendwie, dass es einem besser geht, dann, wenn man das öfter gemacht hat. Filme gucken, Fernsehen gucken lang am Stück. Radio hören andauernd. Klar kommt da ab und zu mal ein schönes Lied. Hey, aber die Lieder kommen seit, ich bin jetzt 41. Seit 20 Jahren kommen zu 80, 90% dieselben Songs im Radio. Diese Dauerendlosschleife, geht euch das nicht auch auf den Sack? Mir ging's auf den Sack. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Diese möchte gern Party, obwohl wir uns halt immer wieder im Hintergrund, wenn wir so weitermachen, am Ausrotten sind. Geht nicht. Ich habe mein Leben auch leer gemacht von oberflächlichen Beziehungen. Diese Freundschaften, wo man dann abends mal einen trinken geht oder sich ständig immer nur über irgendwelche oberflächlichen Sachen unterhält. Und unterschwellig merkt, derjenige ist eigentlich unzufrieden. Sorry. Nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich tue mich mit Leuten, auch wenn die meisten hier kennen mich halt von Videos oder wenn ich was schreibe, ich bin eigentlich ein sehr stiller, ruhiger Mensch. Wenn wir so in der Runde sind, bin ich eigentlich die meiste Zeit still. Weil ich kann mit vielem Gerede einfach nichts mehr fangen, weil Sachen in mir drin sind, die mir wichtiger, dringlicher und für mich sich irgendwie besser anfühlen, mich damit zu beschäftigen, hier Fußball oder irgendwelche anderen Sportarten als Idol, als etwas, das man anstrebt, das man anguckt, da komme ich auch nicht mehr mit einfach. Das ist nicht wertend gemeint, ich rede nur von mir. Das ist halt, das lenkt mich ab. Es ist dieses, sagen wir mal, bei dem nächsten Punkt, wo habe ich noch mein Leben leer gemacht? Ich arbeite nicht mehr angestellt. Ich kann mir von keinem mehr sagen lassen, wie ich mein Leben zu gestalten habe, wie ich wann welche Minute in meinem Leben was verbringen soll. Wann ich wo sein soll und was tun soll, ich bin doch ein erwachsener Mensch. Das fühlt sich einfach für mich nicht stimmig an. Ich glaube, darum geht's. Ich habe mir Zeit genommen und echt erstmal alles leer gemacht und geguckt, was fühlt sich für mich stimmig an. Und da dann ganz bewusst meine Energie reingesetzt. Und dort kommen wir jetzt wieder zu dem zweiten Punkt, was kann ich unterstützen und was nicht? Das hat einfach damit dazu geführt, ich hatte auch eine Wohnung mit meiner Ex-Frau zusammen, 120 Quadratmeter plus Balkone und zwei Autos und Handys und Computer und Fernsehen, das hatte ich auch alles. Ich habe auch ganz normal, war ich im Hamsterrad, hört sich halt so
irgendwie abwertend an, ist es aber nicht gemeint, aber es beschreibt es halt ganz gut, weil es immer wieder. Ihr wisst, was ich meine. Da bin ich einfach aus, auch raus und habe dann mich entschlossen zu reduzieren, auch mein Leben einfach vom Materiellen leer zu machen. Ich habe einen Bus, da drin lebe ich auf 12 Quadratmeter. Ich kann mir gar nicht großartig was kaufen, konsumieren, weil ich den Platz einfach nicht habe. Und trotzdem habe ich alles, was ich brauche. Im Winter habe ich meinen Holzofen, ich habe mein Herd zum Kochen. Da koche ich halt mit Gas, weil das einfach günstiger ist und auch umweltfreundlicher als mit elektrischen Strom Hitze zu erzeugen. So, ne, so greift eines ins andere. Dann gucke ich. Ja, so geht das, keine Ahnung, Klamotten, dieses ganze Äußerliche, dieses, was andere von mir denken, davon habe ich mich auch leer gemacht. Das geht mich nichts an. Ihr könnt von mir denken, was ihr wollt. Es interessiert mich nicht. Es geht mich nichts an. Und ich mache mir darüber dann auch keine Gedanken, wie ich mich verhalte, weil andere so oder so über mich denken könnten. Das belastet mich nur. Und ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen und auch nichts mehr mit Menschen anfangen, die auf diese Äußerlichkeiten ganz, ganz, ganz viel Wert legen. Das ist für mich einfach nur. Sorry, ist auch nicht abwertend gemeint, aber warum? Warum? Wenn ich eins weiß im Leben, dann, dass das Äußerliche vergänglich ist. Ich bin jetzt, wie gesagt, 41 in 20, 30, 40 Jahren. Wenn ich Glück habe, 40, vielleicht noch 50. Meine Oma ist 96 geworden. Aber irgendwann freuen sich die Maden über das hier. Und alles, was ich irgendwo gekauft habe, was ich mit meiner Lebenszeit erkauft habe, bleibt hier. Und das eigentliche Ich ist, weiß ich nicht wo. Aber nicht mehr in diesem Körper und dieser Situation, wie ich jetzt bin. Und dadurch hat sich irgendwie automatisch ergeben, dass ich nicht mehr so viel Geld brauche in meinem Leben. Davon habe ich mich auch leer gemacht. Auch ich kann nicht ohne Geld leben. Auch das wieder hier von wegen Aussteigen von Luft und Liebe. Nee, Geld ist ein sinnvolles Tauschmittel. Es könnte eine andere Systematik haben, dass es zuträglicher für den Menschen wäre, aber das kann ich jetzt nicht, ich kann das nicht ändern. Ich kann nur für mich gucken, welche Entscheidungen treffe ich. Ich habe für das Geld, das ich habe, meine Lebenszeit investiert. Also schaue ich gerne genau, wo gebe ich es hin aus? Werden dadurch Menschen ausgebeutet? Wird dadurch der Planet noch weiter die Ressourcen rausgerissen und der Planet halt Stück für Stück unbewohnbarer oder nicht? Und ich kann auch gucken, was. Auch hier wiederum, was fühlt sich für mich einfach stimmig an? Auch ich bin noch nicht komplett plastikfrei oder es gibt tausend Baustellen, auch bei mir wie bei jedem anderen. So, aber ich versuche darauf zu achten, wo tue ich was Gutes? Oder nicht mal das, sondern ich will einfach nur nichts Schlechtes tun. Und das ist doch heute relativ einfach zu erkennen. Wenn man sich ein bisschen schlau macht, ein bisschen informiert und man erkannt hat, hey, wenn wir so weitermachen, da brauche ich nicht hier über Verantwortung, über Kinder zu reden. Das ist alles Schwachsinn. Wenn in 100, 200, 300, wenn es auch 1000 Jahre dauert, wenn wir so weitermachen und dann die Menschen nicht mehr leben können,
auf diesem Planeten, dann war alles, worüber uns, wir uns Gedanken gemacht haben, Bullshit. Da hab ich keinen Bock drauf. Ist mir mein Scheinwerfer abgestürzt. Weil das fühlt sich für mich dann gut an in meinem Gewissen, warum ich lebe, was ich unterstützen möchte und was nicht. Von daher, dieses Aussteigen hat für mich eigentlich gar nicht, deswegen sage ich, ich bin für mich kein Aussteiger. Ich möchte für mich einsteigen, mich nicht gegen ein System entscheiden, gegen ein System kämpfen, das menschenausbeutend ist, das den Planeten kaputt macht. Ich möchte für mich, so gut ich es halt kann, ich kriege auch nicht alles hin, ich würde gern viel mehr hinkriegen. Gucken, dass ich, wenn ich gehe von diesem Planeten, wenn ich die Augen zumache, sagen kann, zum einen, ich habe geguckt, dass es mir die meiste Zeit gut geht, weil dann geht es den anderen, den Leuten um mich herum meistens auch gut. Wenn ich scheiße drauf bin, kriegen das die anderen mit. Wenn es mir gut geht, kriegen das die anderen auch mit. Und ich möchte, wenn ich dann die Augen zumache und Feierabend ist hier auf diesem Planeten, sagen können, hey komm, ich hab geguckt, dass ich so wenig wie möglich irgendwie für die nachkommenden Generationen irgendwie was kaputt gemacht habe. Das ist das, was ich bezeichne oder meine, wenn ich sage, anders leben. So. Da gibt es so viele Bereiche, da könnte ich jetzt, so weit will ich gar nicht ausholen. Ich habe jetzt Solarzellen am Dach, kriege ich hoffentlich die nächsten ein, zwei Monate mal angeschlossen. Ich brauche eine Batterie und so ein Zeugs. Das finde ich halt auch super, wenn man sich die eigene Energie erzeugen kann. Da gibt es nochmal ein eigenes Video drüber, weil Atomstrom geht eigentlich gar nicht. Gibt es keinen Grund, der wirklich vernünftig Sinn macht, wo man sagt, jo, wir brauchen Atomstrom, den gibt es nicht. Weil immer diese Last entgegensteht, wir verstrahlen hier den Planeten, wir machen alles platt damit und wir wissen nicht wohin mit dem Mist, der übrig bleibt, wenn man es nicht macht wie die USA und das irgendwie in Kriegen einfach auf die Feinde schießt. Gut, das lassen wir jetzt, ist nochmal ein anderes Thema. Ja, Ernährung, gucken, wo kommt's Geld her? Einfach sich bewusst, ich versuche bewusst mir zu sein, wenn ich was kaufe, wenn ich meine Lebenszeit investiere, dass ich das regional, lokal irgendwo, dass das den Menschen zugute kommt. Und ich versuche halt einfach zu leben. Weil ich merke, es tut mir gut und damit tue ich wenig Schaden anrichten. Ich brauche nicht das neueste Auto. Das wieder mache ich immer mehr ein eigenes Video. Wer ein neues Auto kauft, der hat doch irgendwie einen Schaden am Helm. Andere Thematik. So überhaupt. Ich lebe jetzt seit Jahren schon ohne Auto. Geht als Single auch am Land. Muss man halt mal einen Arsch aufs Fahrrad schwingen. So. Ja, einfach einfacher und weniger. Das tut meiner Seele gut und tut dem Planeten gut. Und automatisch den Menschen um mich herum gut. Und vielleicht merkt es der eine oder andere einfach auch so durch ein Video. Es gibt andere Arten zu leben als nach immer mehr Profit zu streben, nach irgendwelchen Positionen, nach Ansehen. Was interessiert das mich, wie andere Leute mich ansehen? Weil wenn er sonst kein Problem hat, dann weiß ich ja auch nicht.
Und es ermöglicht mir halt auch, dadurch, dass ich einfach durch meine Art zu leben wenig Geld brauche, das Geld, das ich noch benötige, dadurch zu erringen, indem ich Sachen mache, die mir Freude machen, indem ich diese Instrumente baue, diese Tankdrums, die Tankies, die auch wieder Frieden und Freude den Menschen bringen, die sie spielen. Es ist ein recyceltes Produkt, ein Upcycling. Ich bin jetzt dabei, ein Hörbuch einzusprechen. Auch da will ich nicht einfach irgendwas einsprechen. Da mag ich jetzt aber auch noch nicht mehr darüber sagen. Das reden wir drüber, wenn es fertig ist und vom Autor genehmigt ist. Liebe Grüße, Dirk, falls du das siehst. Und ja, wenn ich weniger Materielles brauche oder glaube zu brauchen und danach lebe, habe ich mehr Lebenszeit, ich habe mehr Freude, ich tue dem Planeten weniger Scheiße an, ich tue den Mitmenschen dann automatisch weniger Scheiße an. Das ist das, was ich sage, wenn ich davon rede, an das Leben. Vielleicht auch hier oder da mal ein bisschen provokant oder auch mal sagen, ich mache das nicht mit hier, GEZ. Hey, steckt mich doch in den Knast, aber ich zahle doch nicht freiwillig diese Propagandascheiße. Gibt es noch ein paar, das ist jetzt mein Ding, ne? Muss jeder so selber mal wissen, einfach wo man sagt, mache ich mit, mache ich nicht mit. Oder hier Saatgutverordnung, ja, ich habe illegale Kartoffeln angebaut. Pipifax, aber ziviler Ungehorsam, einfach auch nicht alles mitmachen, was da irgendwer beschließt, gehört für mich auch mit dabei an das Leben. Weil, und das immer wieder der Hintergrund. Wir haben als Menschheit nur diese kleine runde Kugel, die ein noch weniger als ein Mückenschiss im Universum ist. Mit einer hauchdünnen Membran rundherum, die uns am Leben erhält, der Atmosphäre. Wenn wir das platt gemacht haben, dann war es das mit allen Wünschen, aber auch mit allen Sorgen. Mit allen Sorgen, aber auch mit allen Wünschen oder Träumen. So. Und wir können aus dem Planeten hier machen, was wir wollen, auch ein Paradies. Und es hängt mit den Entscheidungen der einzelnen Individuen zusammen. Und nicht von dem, was Merkel oder sonst irgendwer auf der Welt beschließt. Oder irgendwelche Konzerne, Merkel, Barack Obama, sind doch alles nur noch, ne, so will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, sind nur noch Theaterschauspieler, die eigentlichen Interessen dienen dem Geld, der Art des Geldsystems und Gewinnmaximierung. Und das auf Kosten von der ganzen Menschheit, wenn wir die Ressourcen weiter so verschleudern. Also mache ich nicht mit. Und wenn man davon redet, wenn wir die Ressourcen weiter so verschleudern, hängt es nicht von den Firmen, den Industrien ab, sondern den Konsumenten. Und da kommt der zweite Punkt mit rein. Konsumiert weniger. Oder ich rede jetzt wieder von mir. Ich konsumiere weniger. Lebe ein viel einfacheres Leben mit weniger Zeugs, mit weniger Kram und ich habe mehr Lebenszeit, ich habe mehr Freude, ich habe mehr Frieden, ich habe ein ruhigeres Gewissen. Also eines ergänzt sich mit dem anderen. Das ist das, was ich meine, wenn ich davon meine, wenn ich davon rede, ein anderes Leben zu führen. Wozu ich immer wieder versuche, andere zu ermutigen, nicht zu überreden. Muss jeder wissen. Ich glaube, jetzt habe ich in dem Video so ziemlich alles mal da irgendwo gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Bye.